Hallo und herzlich willkommen zu meinem ersten Video-Tutorial. Heute zeige ich euch die neuen Features in der Version 20 von Capture One Pro. Wir starten dann mit dem Offensichtlichen. Das ist hier oben in der Werkzeugleiste. Dort lassen sich jetzt Texte unter den Werkzeugen einblenden. Das ist ein Vorteil für Anfänger, die sich mit dem Programm noch nicht so auskennen. Für die Profis unter euch, man kann das hier mit der rechten Maustaste auch ändern auf nur Symbole und dann hat man wieder ein bisschen mehr Platz. Die Entwickler von Capture One haben auch ein bisschen Facelifting betrieben. So kann man hier die Farbe um das eigentliche Foto mit einem Rechtsklick in den freien Bereich von der Farbe her ändern. Das hilft dem einen oder anderen zu sehen, wie das Bild später zum Beispiel auf Instagram wirkt. Außerdem hat sich hier das Symbol geändert, automatisch anpassen, ist kein großes A mehr. Als nächstes wurden die Symbole hier bei den Ebenen für die Maskierungstools anders positioniert und aufgereiht. Es gibt hier jetzt kein Scroll-Down-Menü mehr, sondern die sind nebeneinander. Dafür ist das Plus-Minus hier nach links gewandert. Über dieses Symbol lassen sich die Pinseleinstellungen anzeigen. Das geht natürlich schneller, wenn man das Ganze mit der rechten Maustaste auf dem Bild macht, sofern man eins dieser Werkzeuge aktiviert hat. Über diesen Button lassen sich die Maskenoptionen, die Maskenanzeigeoptionen einblenden. Die hat man früher nur hier oben unter dem Werkzeug gefunden. Dann wurde der Verarbeiten-Button hier unter die Verarbeitungsvorgaben verschoben. Der fand sich vorher unten in der Verarbeitungsübersicht. Somit soll das Ganze ein bisschen schneller zugänglich sein. Der Color Picker für den Weißabgleich wurde komplett überarbeitet. Kleiner Tipp von mir, bei Porträts gehe ich oftmals mit dem Weißabgleich Color Picker hier ins Augenweiß rein und ändere damit den Weißabgleich ungefähr in die Richtung, wo es hingehen muss. Natürlich muss man das Ganze noch ein bisschen feintunen, aber da ist man schon mal erstmal in der richtigen Richtung. Wer gerade schon genau hingesehen hat, der wird erkannt haben, dass sich das HDR-Tool komplett verändert hat. Das besteht nicht mehr nur aus Lichter und Tiefen, sondern auch aus Weiß- und Schwarzpunkt. Und ich kann den Regler jetzt auch in zwei Richtungen verändern. Das heißt, ich kann die Lichter nicht mehr nur abschwächen, sondern ich kann sie auch heller machen und ich kann die Tiefen auch noch dunkler machen. Ja, den Weißpunkt kann ich hier setzen und auch den Schwarzpunkt. Für diejenigen unter euch, die sich wie ich immer ärgern, wenn man im Werkzeugbereich ein Werkzeug ausklappt, dass sich dafür dann ein anderes schließt, wurde etwas ganz Neues entwickelt. Und zwar gibt es jetzt sogenannte scrollende Menüs. Das heißt, ich kann jetzt hier mit dem Mausrad hoch und runter fahren zwischen den Menüs und kann alle Werkzeuge offen lassen. Dieses Verhalten erreicht man, indem man hier auf die drei Punkte neben dem Werkzeug klickt und kann dann hier unten angeben, Werkzeug in den scrollbaren Bereich verschieben. Danach findet sich das Ganze dann halt hier unten und scrollbar wird das Ganze natürlich erst, wenn genügend Menüs da sind, die sich auch scrollen lassen. Man kann das Ganze auch wieder zurücksetzen und in den feststehenden Bereich verschieben, bleibt dann aber hier unten, das heißt, man muss das dann händisch wieder da oben reinsetzen. Wenn man sich wie ich direkt ein eigenes Werkzeugregister bauen will, kann man das Ganze dann auch sofort als scrollendes Menü anlegen. Und zwar geht man hier auf Werkzeug hinzufügen und verschiebt das dann einmal direkt in den scrollbaren Bereich und danach sind alle weiteren Werkzeuge sofort scrollbar. Das heißt, hier müsste ich es jetzt schon wieder in den feststehenden Bereich zurückschieben. So, damit das schneller geht, gehe ich schon mal auf mein fertiges Register. Hier sind alle Menüs, wie gesagt, scrollbar bis auf die Ebenen hier oben,
weil die Anpassung, die ich hier machen will, will ich ja gegebenenfalls auch hier oben auf die Ebenen anwenden. Deshalb ist das das Einzige, was starr ist. Früher konnte man die einzelnen Einstellungen hier mit dem Mausrad verändern, wenn man darüber gefahren ist. Das geht jetzt, da wir scrollende Menüs haben, nicht mehr. Und dazu muss ich jetzt die Alt-Taste gedrückt halten und dann kann ich auch hier die Einstellungen wieder verändern. Die nächste Veränderung findet ihr im Erscheinungsbild vom Farbeditor, speziell in den Basisdaten. Hier kann man jetzt einzelne Farbbereiche über diese Buttons anklicken. Und wenn man die Farbbereiche noch feintunen will, kann man hier auf die drei Punkte klicken, dann erscheint dieses Fenster und man kann die Farbbereiche hier nochmal entsprechend feintunen. Hinzugekommen ist jetzt ein orangefarbener Farbbereich, schon als Vorgabe in den Basisdaten. Das hilft vielen sicherlich bei den Hauttönen, die oftmals zu rötlich oder zu magentastichig sind. Das kann man hier jetzt viel besser einstellen als vorher. Außerdem lassen sich die Basisdaten jetzt auch auf einer Ebene anwenden. Das heißt, wenn ich mir hier eine neue gefüllte Ebene erstelle, kann ich trotzdem die Basisdaten bearbeiten. In der Version 12 ging das nur mit den erweiterten Einstellungen. Jetzt lassen sich auch die Basisdaten auf einer Ebene verändern. Und wo wir schon bei Ebenen sind, hier hat sich das Verhalten, wenn man Anpassungen von einem Bild zum anderen kopieren will, etwas verändert. Und zwar, ich lege hier nochmal eine neue Ebene an, kann man jetzt, wenn man sich zwei Bilder auswählt, auf Anpassungen, Kopieren und Zuweisen geht, kann man hier jetzt auswählen, welche Ebene tatsächlich mit rüber kopiert werden soll. Ich deaktiviere hier mal eine und sage Zuweisen und schaue mir dann mal an, was hier auf dem Bild passiert ist. Und zwar ist jetzt hier die Ebene 1 oberhalb von bereits vorhandenen Ebenen eingefügt worden. Das heißt, die vorhandenen Ebenen, speziell wenn sie den gleichen Namen haben, werden nicht mehr überschrieben, sondern die neuen Ebenen liegen oben drüber. Worüber ich mich früher immer geärgert habe, war, wenn ich Anpassungen noch auf einer Photoshop-Datei zum Beispiel gemacht habe und dann versucht habe, die Anpassungen hin und her zu kopieren, dass die Ebenen nicht mitgenommen wurden. Das lag daran, dass die Bilder unterschiedliche Abmessungen hatten. Das ist jetzt aber kein Hinderungsgrund mehr. Die Ebenen werden auch bei Fotos mit unterschiedlichen Abmessungen rüber kopiert. Ja, apropos Abmessungen, das Crop-Tool wurde überarbeitet. Wenn man hier jetzt Veränderungen macht, bekommt man so weiße Ränder an den Ecken, was einem das Wiederfinden der Kante deutlich erleichtert, speziell bei dunklen Bildern wie diesem, wo man früher, wenn man die Kante hier in dem dunklen Bereich hatte, die nochmal verschieben wollte, dann hat man die so gut wie nie wiedergefunden oder nur sehr schwer. Das ist jetzt mit diesen weißen Anfasspunkten sehr viel leichter. Was noch neu ist, ist, dass man, wenn man hier zum Beispiel das Seitenverhältnis auf unbeschränkt setzt und die Shift-Taste hält, dann bleibt das Seitenverhältnis bei der Einstellung, die zuletzt eingestellt war. Das heißt, wenn ich zuletzt 2 zu 3 hatte, stelle dann um auf unbeschränkt, kann ich unterschiedliche Crops ausprobieren und wenn ich dann irgendwann der Meinung bin, nee, es soll doch 2 zu 3 bleiben, drücke ich die Shift-Taste. Wenn ich dann ziehe, bin ich wieder bei 2 zu 3 oder jedem anderen vorher eingestellt. Außerdem ist es jetzt möglich, mit gedrückter Alt-Taste um das Zentrum zu croppen, das heißt, die Mitte bleibt immer da, wo sie war. Auch das Freihanddrehen wurde jetzt noch ein bisschen optimiert. Früher musste man immer hier auf die Ecken gehen, damit sich das Drehtool öffnet. Das kann man jetzt auch erreichen, wenn man den Cursor irgendwo anders im Bild hat und die Steuerungstaste drückt. Dann kann man das an jeder Stelle verwenden. Als letztes noch zum Crop-Tool. Wenn man früher dann den Crop auch sehen wollte, musste man hier das Werkzeug wechseln. Das geht in der neuen Version 20 auch einfach über die Enter-Taste.
Capture One springt dann hier auf das Handtool und zeigt den Crop richtig an. Ja, wie ihr sehen könnt, handelt es sich bei diesem Bild um eine DNG-Datei. Der DNG-Support in Capture One wurde deutlich verbessert, speziell was die Farben angeht. Das Tool zur Rauschreduzierung wurde komplett neu überarbeitet und soll intelligent schon ohne Einstellungsänderungen arbeiten. Anhand der ISO werden hier schon Berechnungen erstellt, die das Rauschen reduzieren sollen. Ihr könnt das natürlich auch hier nochmal feintunen. Und wenn wir hier mal richtig reinzoomen, dann sieht man hier sicherlich auch schon einen entsprechenden Effekt mit und ohne die Rauschreduzierung. Die letzte Änderung befasst sich mit dem schnelleren Bewerten und Markieren von Fotos. Und zwar kann ich hier unter Auswählen den Punkt Nächstes auswählen, wenn aktivieren. Und zwar entweder für eine Farbmarkierung oder für eine Bewertung mit Sternen. Ich habe das Ganze mal hier auf Farbmarkiert eingestellt. Und wenn ich jetzt dem Bild mit der Plus-Taste zum Beispiel eine grüne Markierung gebe, dann springt Capture One automatisch auf das nächste Foto. Und das Ganze funktioniert auch mit Sets. Dazu wählt man sich ein Set aus, zum Beispiel drei Fotos. Und jetzt ist es wichtig, dass hier die Mehrfachbearbeitung deaktiviert wird. Und dann kann ich jedes einzelne Bild wieder mit einer Farbmarkierung versehen. Und wenn ich beim letzten Bild angekommen bin, springt Capture One ins nächste Set. Das war es dann soweit zu den Neuerungen von Capture One. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Gebt mir einen Like. Dann werde ich in Zukunft vielleicht noch mehr Videos veröffentlichen.